Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich ab und zu mal gefragt wurde, und zwar, wie lösche ich Datenpunkte hier raus? Ja, das Löschen von Datenpunkten ist eigentlich einfach, wenn man weiß, wie es geht, aber wenn man nicht weiß, wie es geht, ist das Ganze schon ein bisschen tricky. Und ja, man kann jetzt nicht so, ich sag mal, so einfach die Datenpunkte löschen. Der einzige mir bekannte Weg ist, das Ganze über die Konsole zu machen. Und soweit ich das verstehe, gibt es auch noch gar keinen anderen Weg. War auch früher nicht anders. Und das Löschen über die Konsole zeige ich euch jetzt mal. Als erstes müsst ihr entweder in Grafana selbst gehen und euch hier euren Token anzeigen lassen. Also das heißt hier bei mir, der Token verbirgt sich hier dahinter. Oder im I.O. Broker selbst in der im Adapter von InfluxDB, da habt ihr ja euren Token auch eingetragen. Das ist in meinem Fall der hier. Und diesen Token und diesen Organisationsnamen und den Bucketnamen, den braucht ihr, um einen Datenpunkt zu löschen. Dazu geht ihr halt ganz normal in Proxmox oder in eure Umgebung, geht in die Konsole von dem Container, wo sich Influx befindet. Und dann müsst ihr einen ewig langen Befehl eingeben, der das Löschen verursacht. Der Befehl ist relativ schwer einzublenden, da er extrem lang ist, aber ich probiere ihn euch mal zu erklären. Also der Befehl lautet im Endeffekt Influx Delete, dann Bucket, dann kommt euer Name von eurem Bucket. In meinem Fall ist es ja IO Broker, dann meine Organisation heißt MyOrg. Müsst ihr nachgucken, wie sie bei euch heißt. Wie gesagt, hier in Influx steht es ja hier, IO Broker ist mein Bucket. Und wenn ihr hier auf die Diagramme geht, seht ihr das ja auch. Also hier, Bucket ist IO Broker. So, auf jeden Fall, also die Organisation, dann Predicted, dann Measurement, dann kommt der Datenpunkt, den ihr löschen wollt. Also in meinem Fall wäre es jetzt hier dieser Temperatur X8B. Dann kommt die Startzeit. Ab welchem Zeitpunkt sollen die Werte für diesen Datenpunkt gelöscht werden? Das heißt hier 2021, 01, 13 und dann die Uhrzeit mit Sekunden und Millisekunden. Hier sieht man es ein bisschen besser. Also das ist der Startzeitpunkt. Ab diesem Startzeitpunkt bis zu dem Jahr 2023 habe ich jetzt mal eingetragen 6 Uhr 0 Minuten und 0 Sekunden. Dann kommt der Token, euer Token. Und wenn ihr das ausführt, wird halt dieser Datenpunkt gelöscht bzw. dieser Wert gelöscht. Ihr könnt ihn entweder komplett löschen, dann muss der Startzeitpunkt und der Endzeitpunkt den kompletten Datenpunkt umfassen. Deswegen habe ich hier 13.01. ausgewählt. Oder ihr könnt nur bestimmte Werte löschen. Dafür müsst ihr aber dann halt den Timecode kennen. So, wir testen das Ganze mal mit einem Wert. Das heißt, ich nehme mir hier mal einfach aus dem IO Broker oder hier einfach einen Wert raus. Moment, muss gucken, welchen ich nicht mehr verwende. So, ich habe jetzt mal den hier ausgewählt, also Kinderzimmer, Temp, Humidity, also die Luftfeuchtigkeit. Und jetzt lösche ich einfach mal hier vom 17.09. bis zum 18.09. die Daten. So, und der beste Weg meiner Meinung nach, dies zu tun, also falls ihr zu viele haben solltet, die ihr ändern müsst, wird das Ganze ein bisschen anstrengend. Aber der einfachste Weg ist, ihr geht das über einen Texteditor. Sagt hier, tragt hier zuerst mal alles ein, was ihr eintragen wollt. Also hier 09 und 17. und von 0 Uhr bis 09, 14, 18. So, das heißt, dieser Bereich hier oben sollte jetzt gleich verschwinden, beziehungsweise der geht dann auf 0. Wie die Kurve dann aussieht, sehen wir gleich. Also ich kopiere das Ganze, kopiere das, füge das hier ein, schicke das ab. Ich bekomme keine Benachrichtigung oder sonst irgendwie einen Hinweis, dass das Ganze funktioniert hat, sondern sehe das nur dann hier drüber.
So, das heißt, wir machen hier nochmal ein Submit, damit die Daten nochmal übermittelt werden oder das Ganze hier nochmal aktualisiert wird. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das liegt daran, dass hier nicht Kinderzimmer steht, sondern was anderes. Deswegen hat das nicht geklappt. Also das Gleiche nochmal. So, wieder zurück. Aktualisieren das Ganze nochmal. Und jetzt sehen wir, dass hier die Daten verschwunden sind vom 17. bis hier zum 18. Und ja, so könnt ihr im Endeffekt Daten löschen. Ihr könntet jetzt hier auch den kompletten Datenpunkt löschen. Also das ist hier dieser Temp Humidity. Und dazu sagen wir einfach hier mal 23 und hier sagen wir 20, weil so lange habe ich das noch nicht, kopiere das und dann sollte der hier komplett verschwinden. So, jetzt sollte der ganze Datenpunkt gelöscht sein und auch hier wieder, also Kinderzimmer, Temp, Humidity, diesen Datenpunkt hier machen hier mal ein Aktualisieren und gucken hier nochmal nach. So, wir haben hier Kinderzimmer Temp Temp, Kinderzimmer Temp Batterie, aber Kinderzimmer Temp Humidity fehlt, weil wir diesen Datenpunkt halt hier gelöscht haben. Also so kann man Datenpunkte oder einzelne Werte aus InfluxDB löschen. Einen anderen Weg gibt es, soweit ich weiß, aktuell noch nicht. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber das ist ein Weg, den ich kenne. So, das hier kopiere ich euch und füge ich euch in die Videobeschreibung ein. Also guckt danach. Dort ist dieser Link zu finden oder dieser komplette Befehl, denn der lässt sich ein bisschen schlecht hier einblenden ins Video. So, dann kommen wir zum nächsten interessanten Punkt und das ist die Integration eines Diagramms in den IO-Broker. Ich denke mal, viele der Zuschauer wird es interessieren, wie das funktioniert, denn viele von euch verwenden den IO-Broker. So, also wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr das Ganze in den IO-Broker bekommt. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, wie hier jetzt sage ich mal, das komplette Bild oder die komplette Webseite in den IO-Broker zu integrieren und dann hier zu schalten, zu walten, wie ihr wollt. Also das ist jetzt ein eigener View. Das ist eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit wie hier, dass man sich nur einzelne Fenster anzeigen lässt. Also das sind einzelne Fenster und die blende ich hier einfach ein. Oder hier, wenn ich mir die Waschmaschine den Verbrauch anzeigen lasse, dann wird hier nur der Stromverbrauch, nur der Tagesverbrauch, Wochenverbrauch und das Aktuelle angezeigt. Oder hier vom Trockner sieht man aber auch nichts, da das beides nicht läuft. Aber das sind so zwei Arten. Zum einen, wie gesagt, einmal das komplette Fenster und dann könnt ihr ausgesuchte Dashboards oder ausgesuchte Geräte euch hier einblenden lassen, so wie ihr es haben wollt. So, damit das Ganze funktioniert, gibt es jetzt aber eine Kleinigkeit, die man vorher machen muss. Und zwar muss man in Grafana einstellen, dass das Teilen von Embedded-Bildern erlaubt wird in HTML-Seiten. Und damit das Ganze funktioniert, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, dazu geht ihr zuerst mal hier unter oder hier auf dieses kleine Schild und dann hier auf Settings. Und hier seht ihr eure Einstellungen, die ihr aktuell habt in eurer Grafana INI-Datei. Und in dieser INI-Datei, die muss man dann auf eurem System ändern. Das kann man leider nicht über diese Web-Oberfläche machen. Hier kann man sich das Ganze nur ansehen. Aber hier kann man sehen, ob das schon aktiviert ist oder nicht aktiviert ist. Im Normalfall ist es nicht aktiviert und das müssen wir halt einstellen. Als erstes müssen wir hier den Wert Security uns raussuchen oder hier gibt es eigentlich zwei Sachen. Dieses Authentification Anonymous, das sollte im Normalfall hier auf True gestellt werden. Dann hier bei Orgname sollte halt eure Organisation drinstehen und hier sollte Viewer drinstehen. Wie ihr seht, bei mir steht hier jetzt False drin. Das bedeutet, ich muss mich jedes Mal anmelden bzw. muss jedes Mal das Passwort und den Benutzernamen eingeben, bevor ich auf Proxmox bzw. auf Grafana zugreifen kann. Das hatte aber einen anderen Grund. Früher stand bei mir hier auch True, das heißt, ich konnte mich jedes Mal
anmelden oder diese Bilder sehen, ohne dass ich ein Passwort eingeben muss. Aber da ich Grafana mit jemandem teile, möchte ich aber nicht, dass er auf meine Views zugreift. Deswegen hatte ich das hier wieder deaktiviert. Aber falls ihr alleine drauf zugreift, dann einfach das hier auf True, das hier auf eure Organisationsnamen und das hier auf View erstellen. Und dann gibt es hier noch einen Punkt, der heißt Security. Den müssen wir auch noch ändern. Der sollte relativ weit unten sein. Wir können auch mal suchen. Na, wo ist er? Oder ist er ganz oben? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. So, Security. Und hier müssen wir dieses Allowed Embedding auf True setzen. Nur dann kann man die Bilder in den I.O. Broker integrieren. Das heißt, ihr geht in Proxmox rein, geht in eure INI-Datei, das heißt im Normalfall Nano, etc. Grafana INI. Und hier ist, hier ist das, was wir abändern müssen. Das heißt, wir müssen hier zuerst mal diese Security suchen. Das heißt, ihr achtet hier immer auf diese grünen Dinger da. Oder nicht Kommentare, Überschrift. Dort suchen wir Security. Hier ist Security. Hier suchen wir jetzt Allowed Embedding. Und hier steht im Normalfall False drin. Und das ändert ihr einfach ab auf True. Und das gleiche nochmal mit Authentication Anonymous. Relativ weit nach unten scrollen. So, hier werden wir Authentification Anonymous. Und das hier solltet ihr auf True stellen. Hier sollte euer Organisationsnamen drinstehen. Bei mir heißt er halt MyOrg. Und hier die Rolle solltet ihr auf Viewer stellen. So, wenn ihr das gemacht habt, Steuerung X, Steuerung Y und bestätigen, um die Sachen zu übernehmen. Und dann müsst ihr, wenn mich nicht alles täuscht, den Grafana Service einmal stoppen. Das heißt Service Grafana Surfer Stopp und dann Service Grafana Surfer Start. Und dann sollte das Ganze übernommen sein und dann könnt ihr das Ganze in den I.O. Broker einbinden. Dieses Einbinden gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Also ich erstelle hier einen neuen View, stelle hier um auf alles, also dass mir alles angezeigt wird und hole mir hier zuerst mal so ein iFrame rein, also iFrame-Icon. Wechsel dann wieder in Grafana rein, wähle hier unsere eben erstellten Bilder. Das wäre einmal das hier. Klicke hier drauf und sage einmal Share. Dann gehe ich hier oben auf Embedded oder Embedded. Mache hier, ganz wichtig, Current Time Range mache ich raus und kopiere das hier einfach raus. Wechsel wieder in den I.O. Broker und trage das Ganze hier ein. Das heißt, hier bei Allgemein unter Quelle füge ich das ein. Quatsch, was erzähle ich da? Da kommt natürlich kein iFrame hin, sondern hier so ein HTML-Widget. So, Entschuldigung, sage das hier und dann taucht das Fenster hier schon auf. So, jetzt, wie gesagt, dadurch, dass ich bei mir das Passwort nicht deaktiviert habe, muss ich immer zuerst mal das Passwort eingeben und dann kann ich mich einmelden. Beziehungsweise, wisst ihr was, dadurch, dass das Ganze eh für den anderen gerade gesperrt ist, mache ich mal schnell diese Änderung und dann ist das Ganze ein bisschen einfacher zu demonstrieren. So, Steuerung X, Y bestätigen. Einmal das Ganze neu starten, also einmal Stopp, einmal Start. Dann kurz warten, wieder in den I.O. Broker zurückgehen, das Bild hier mal aktualisieren. Und wie ihr seht, wurde oder wird das Ganze hier jetzt angezeigt. Na, das sieht jetzt nicht so schön aus. Wir können hier auch die Größe zum Beispiel anpassen, also 500 mal, was weiß ich was, 300. Dann ist es ein bisschen größer, aber hier das Weiße gefällt mir gerade gar nicht. Deswegen gehen wir mal hier zurück, sagen hier bei Share, sagen wir das Dark Theme, kopieren das nochmal. Wechseln hier rüber, fügen das hier ein. Der Unterschied ist, dass hier dann Dark dazwischen steht. Und das sieht doch schon ein bisschen besser aus.
So, und jetzt ist mir natürlich noch was aufgefallen, und zwar wird das Bild hier nicht automatisch aktualisiert. Hier fehlt der Refresh-Befehl. Müssen wir natürlich auch noch ändern. Jetzt nehme ich aber nochmal das hier, also auch hier wieder Share. Quatsch, Entschuldigung. Bevor wir dorthin gehen, stellen wir hier Refresh jede Minute ein. Speichern das Ganze einmal. So, und sagen hier nochmal, beziehungsweise das hier können wir auch entfernen. Entschuldigung für das ganze Durcheinander jetzt. War so nicht geplant. Also nochmal Save. Aber das sieht einfach nicht schön aus. Also nochmal das Ganze von vorne. Share, Embed, das hier weg, Dark Theme und kopieren. Achten wir hier nochmal drauf. Ja, Refresh ist jede Minute, das Dark Theme, und kopieren das Ganze. Gehen wieder in den I.O. Broker zum fünften Mal. Fügen das hier ein und dann haben wir es hier. So, das können wir ein bisschen größer machen. 700 und 400. Und dann haben wir hier das Ganze hier drin und können es halt, wie gesagt, im I.O. Broker dann verwenden. So, jetzt mit diesem iFrame, das können wir natürlich auch, das war die andere Geschichte, die ich euch gerade eben zeigen wollte. Das hier ist ja jetzt nur ein einzelnes Panel, aber wir können auch noch diesen kompletten View hier teilen. Dazu gehen wir hier auf Share, auf Link, können hier wieder das Theme auswählen, falls ihr wollt, und dann sieht das Ganze so aus. Kopieren das Ganze und fügen es jetzt aber als iFrame ein. Also iFrame hatte ich ja vorhin schon ausgesucht, das ist immer noch hier. Also das alte hier löschen und einfach das hier einfügen. Und jetzt haben wir das Ganze hier als iFrame drin. So, das hier mache ich zuerst mal weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und ziehe das Ganze hier ein bisschen auf. Und somit hätten wir den kompletten View hier drin. Was ihr noch machen könnt, falls ihr das ganze Gedöse hier drumherum nicht haben wollt, dann geht ihr hier hin und fügt ganz hinten am Ende nochmal ein Und-Zeichen. Man sollte die richtige Taste drücken und schreibt hier Kiosk rein. Und dann verschwindet das Ganze drumherum und ihr habt nur noch den View an sich übrig. So, gucken wir uns das Ganze einmal kurz an, speichern das, öffnen das. Und dann sieht das Ganze so aus. Passt jetzt natürlich nicht drauf, muss man noch ein bisschen anpassen. Aber ihr könnt hier scrollen. So, hier die Haken könnt ihr auch noch setzen, dass die abgedatet werden, sobald man irgendwas macht. Und dann war es das im Endeffekt schon. Denke ich mal, ich habe beide Möglichkeiten euch gezeigt. Die könnt ihr beide verwenden. Müsst das natürlich ein bisschen anpassen. Hier mit den Werten spielen und hier mit der Größe spielen. Und dann sollte das passen. Also Integration in den I.O. Broker haben wir auch durch. Sollte soweit, denke ich mal, verständlich gewesen sein. So, eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Und zwar, ja, wusste ich das am Anfang nicht. Nehmen wir mal an, ihr habt hier wie ich jetzt den Trockner, die Waschmaschine, den Fernseher und was weiß ich was noch alles, Spülmaschinen hier. Die sind alle gleich aufgebaut. Und ich hatte euch ja gerade eben gezeigt, wie ihr das kopiert. Also einfache Diagramme kopiert, aber wenn ihr jetzt mehrere solcher Diagramme kopieren wollt, ist es ein bisschen aufwendig, jedes einzelne zu nehmen, kopieren, einzufügen. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar könntet ihr hier über dieses Teilen, über diesen Teilen-Button gehen, sagt hier Export, sagt hier View JSON, kopiert das Ganze und geht dann hier auf der linken Seite auf Import. Fügt hier euren JSON-Code ein, sagt Load, tragt hier jetzt natürlich einen neuen Namen ein, Test, und ändern hier die Change UID, gebt hier halt irgendetwas anderes ein und sagen Import. Und dann haben wir in ein neues Dashboard, das Test heißt, und im Endeffekt ist es genau gleich aufgebaut. Und dann könnt ihr hingehen und die Werte hier einfach nur ändern. Müsstet im Endeffekt einfach nur diesen Wert hier abändern und könnt dann oder spart euch relativ viel Arbeit. Eine Sache muss ich euch aber hier noch sagen. Gaszähler, Stand. Und zwar kann es sein, dass das hier soweit nicht passt, wenn ihr Overrides habt, denn dann passt es manchmal hier mit den Namen nicht. Natürlich habe ich mir jetzt genau eins ausgesucht, wo das nicht der Fall ist.
Ach genau, bei Temperatur war das. So, zeige ich euch nochmal hier, auch wenn es hier aktuell nicht falsch ist, aber hier kann man es relativ gut sehen. Hier habe ich ja Overrides und die beziehen sich auf einen bestimmten Wert, also hier Valued Wohnzimmer. Und wenn man das einfach kopieren würde, dann würde hier drin stehen No Valued und dann müsste man halt überall abändern auf ja, den Wert, den man selber hat. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erzählen. Ich versuche es mal hier abzuändern. Weiß nicht, was passiert, wenn ich es hier abändere. So, Gaszählerstand und ihr seht hier jetzt zum Beispiel, das wollte ich euch zeigen, Wohnzimmerfeuchtigkeit valued not found. Das heißt, wenn ihr ein komplettes Dashboard kopiert, müsst ihr darauf achten, dass ihr hier dann auch das Richtige auswählt. Also hier müsste man dann jetzt den Gaszählerstand auswählen und das gleiche halt bei den anderen, je nachdem, wie viele man hat, die hier irgendwie mit Overrides aktiviert waren. So. So kann man Dashboards zum Beispiel kopieren, also einfache Möglichkeit, das Ganze zu exportieren und dann das Ganze wieder zu importieren. Spart man sich einen Haufen Arbeit, hätte mir viel geholfen, wusste ich damals zu Beginn nicht. So, ich glaube, ich habe jetzt alles erzählt, was ich erzählen wollte. Das Video ist mega lang geworden. Ich glaube, bestimmt irgendwas um die 2 Stunden. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Video teilen werde oder ja auf 2, 3 Teile unterteilen werde, denn ansonsten ist es viel zu lang. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. In diesem Sinne viel Spaß mit Grafana und IO Broker.